Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die CB6 Box von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. CB6 von Capital Bra. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box. Hier mittig groß zu sehen, Capital Bra, wie er leibt und lebt. Rauch aus seinem Mund. Und hier lesen wir oben, Bra Musik präsentiert, CB6 Capital Bra. Ja, nach der ganzen Verwirrung, nach diesen ganzen, nennen wir es mal Gefechten, nach Er ist guter Junge, nach dieser Trennung, gegenseitigen Schuldzuweisungen und, ist es jetzt offiziell, dass Capital Bra bei Universal Music untergekommen ist und darüber hinaus auch noch so mehr oder weniger ein eigenes Label hat. Dieses nennt sich Bra Musik. Gut, auf der Seite lesen wir auch wieder CB6 Capital Bra. Der Albumtitel übrigens darauf zurückzuführen, CB6, das sind ja die Initialen, also stehen für Capital Bra. Und die 6 in dem Fall natürlich, weil es das 6. Release ist, das 6. Soloalbum. Auf der Rückseite haben wir den Boxinhalt aufgelistet. Capital Bra, CB6 Album, Samra Travolta EP, CB6 T-Shirt, CB6 Bauchtasche und Sticker. Jawohl. Hier unten haben wir die Credits und einen Barcode. So sieht das aus. Von unten so. Und es ist keine Klappbox, sondern der Deckel hier geht entsprechend auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal, oh, da kommt uns gleich alles entgegen. Jawohl. So, jetzt ist das Ganze hier leer. Ich packe mir die Box mal zur Seite. Und zwar haben wir hier einmal das Shirt, 1, 2, 3 Sticker, dann die Bonus-EP von Samra, die Travolta EP, das Album an sich und die Bauchtasche und darüber hinaus dann auch noch ein Tourflyer. Gut, wir werden die einzelnen Inhalte mal aus der Folie holen. Also, das Album hier in Folie eingeschweißt. Die EP spannenderweise nicht. Die Sticker ebenfalls nicht. Dann haben wir hier noch ein Shirt. Und dann als letzten Inhalt hier dann noch die Box. Die Box sage ich schon. Die Bauchtasche natürlich. So. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Wie gesagt, es ist das 6. Album von Capital Bra. Das Cover ident wie auch schon das Boxcover. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case, sehr schön. Hier auf der Seite lesen wir CB6 Capital Bra. Hier auf der Seite ebenfalls. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 18 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Summer Jam und Casey Rebel, Nemo, Samra, nochmal Samra und Nash von der KMN Gang. Ja, hier haben wir Capital Bra in einer ziemlich spannenden Pose, darunter dann die Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Wir haben hier die ersten 6 Tracks. Und Capital in Lederjacke und oben ohne. Weitere 6 Tracks. Weitere Aufnahmen von Capi hier. Mit Gucci-Shirt oder Gucci-Pullover und Gucci-Jacke. Und hier dann auch noch weitere 6 Tracks. Plus ein oben ohne Bild von Capi.
Jawohl. Hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits, also bezüglich Fotos und Layout. Okay. Dann schauen wir uns mal die CD an. Die sieht so aus, diese Pose, die wir auch schon im Booklet hatten. Hier auf der Rückseite wieder Copy. Dann kommen wir zur Bonus-EP. Das ist die Samra Travolta. Album-Instrumentals gibt es hier nicht, aber dafür eben eine Bonus-EP. Und hier haben wir den guten Mann abgebildet, Samra, mit einer ziemlich aufgerauchten Zigarette. Also hier ist einiges an Asche zu sehen. Ja, so kennt man Samra. Wann immer er irgendwie zu sehen ist, dann hat er immer auch eine Zigarette am Start. Samra Travolta EP lesen wir hier. Okay, keine Tracklist. Spannend. Und auch hier lesen wir nur Travolta EP. Also keinerlei Info, wie viele Tracks sich auf dieser EP befinden. Meines Wissens sind es vier oder fünf. Dann haben wir einen Flyer. Und zwar lesen wir hier Major Moves präsentiert Capital Bra and Friends Gucci Land Open Air. Am Sonntag, den 7.7. am Tanzbrunnen Köln. Okay. Und dann haben wir hier auch noch Merchandise. Also, falls ihr in Köln oder Umgebung wohnt, könnt ihr dann natürlich vorbeischauen und Capital live sehen. Dann haben wir drei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier. Hier lesen wir überall Schömerpell Capital Bra. Und aus diesem Schriftzug setzt sich dann hier das Gesicht von Capi zusammen. Dann einmal hier CB6 Capital Bra. Und einmal Capital Bra. Und hier dann abgeschnitten CB6. Also drei Sticker. Allesamt im Hochformat und alle drei in Schwarz und Weiß gehalten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt und zwar ist das in diesem Fall ein Shirt. Hier haben wir auf der Brust ein rot-weißes CB6 stehen. Erinnert mich ganz stark an das RS-Logo von Audi. Also wenn man zum Beispiel ein RS4 oder ein RS6 sich ansieht, dann sieht man hier häufig das Logo, meistens am Heck. Und mit diesem Brustaufdruck nicht genug. Wir haben dann hier auf der Seite, ich drehe das mal kurz, auch noch einen Aufdruck, der hier senkrecht an der Seite runter verläuft. Und zwar haben wir hier dann stehen Capital Bra Berlin. Das Ganze in dem Fall eben auf Russisch. Rückseite ist blank, also kein Neckprint. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun. Lang nicht mehr gesehen, mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt und zwar ist das die Bauchtasche. Packen das Shirt mal zur Seite. So. Und diese sieht so aus. Also großteils in Schwarz und Rot gehalten. Auch hier lesen wir wieder Capital Bra Berlin auf Russisch. Hier unten CB6, dann hier ein gelb-schwarzer Aufnäher Capital Bra. Auf den Reißverschlüssen haben wir ebenfalls die CB6. Dann haben wir so zwei Metallbösen. Das Ganze ist dann hier hinten mit einem schwarzen Gurt. Auch hier haben wir dann wieder Capital Bra stehen in beide Richtungen. Und das Ganze ist dann hier entsprechend mit so einer Metallschließe. Jawohl. Also wir haben hier dann so eine Metallschnalle, mit der das Ganze auf und zu gemacht wird. Und der Gurt ist dann entsprechend hier anzupassen mit Hilfe dieser Schlaufe. Diesem Metallstück kann man das dann hier entsprechend größentechnisch verstellen. Je nachdem, ob ihr es um die Schulter hängen möchtet oder wirklich um den Bauch tragen möchtet, kann man das hier dann individuell gestalten. Capital Bra lesen wir hier, schwarz auf gelb. Ja, über einer mehr oder weniger Ellipse, über einer Erdellipse. Hier hinten haben wir noch eine Schlaufe, um das Ganze irgendwie anzuhängen. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und hier haben wir dann noch so ein Innenfach, so ein Geheimfach,
mit Reißverschluss. Und ansonsten hier eben die große Tasche ist im Innenraum rot gehalten. Und hier vorne haben wir dann noch so ein kleines Fach. Ebenfalls hier mit Reißverschluss. So sieht das aus. Jawohl. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche, dann das Shirt in der Größe L, die drei Sticker allesamt im Hochformat, dieser Tourflyer, die Bonus-EP von Samra, die Travolta-EP, sowie natürlich das Album an sich, CB6 mit insgesamt 18, glaube ich, waren es. Jawohl, 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box CB6 von Capital Bra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital Bra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.